Hey, Knirps. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, okay? Was ist heute Nacht passiert? Ich wollte ihr meine neue Frisur zeigen. Sie hatte eine Waffe. Sie... Lass dir Zeit. Sie ist ausgerastet. Ich... Ist schon okay. Nein, ist das nicht. Es ist nicht okay. Meine Mom wollte mich umbringen, also... habe ich sie erstochen. Ich habe sie umgebracht. Tell Me Why, Kapitel 1, die Heimkehr. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Tell Me Why, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich muss die ganze Zeit mit einem Ohrwurm kämpfen, nur wenn ich den Titel lese. Also, wir werden viel Spaß mit diesem Spiel haben. Fireweed Residential Center. Falls ich mich erkältet anhöre, ja. Ich war bis vor kurzem krank. Ich versuche... jetzt gerade zum ersten Mal wieder seit 2 Wochen aufzunehmen. Mal gucken, wie es enden wird. Oh, das Rentier ist ja süß. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Treffer! Zusammentreffen seitdem, was passiert ist, schätze ich mal. Es gibt einen Claim für die Musik. Ganz bestimmt. Tut's doch immer. Gut, zuerst suche ich die Schlüssel zum alten Haus. Dann fahre ich nach Fireweed und bleibe einfach ganz cool. Alles wird gut. Alles wird gut. Wo sind die Schlüssel? Wenn ich nicht mit der Maus ständig aus dem Spiel gehe. Ich habe seit der Highschool nicht trainiert. Bin bestimmt eingerostet. Nicht gerade meine hübscheste Kreation. Sieht aus wie ich kurz nach dem Aufstehen. Vielleicht war es als du noch klein warst, da ist es nicht ganz so schlimm. In dieser Tageszeit werde ich wohl keine Sterne sehen. Nee, das ist wohl wahr. Aber vielleicht in Schüsseln. Can't fix thirst. I can fix thirst. Man sollte richtig lesen. Ich kann den Durst stillen. Aber wo sind die Schlüssel? Da drunter vielleicht? Ach ja, ich habe ihn hier unten versteckt. The grave risen. Da ist er ja. Da. Du bist so blind, Mädel.
Wie hast du dich also versteckt? Wie unterschiedlich Mädchen und Jungenzimmer noch aussehen können, nicht? So. Okay. Ich glaube, ich kann jetzt los. Das ist gut. Haben wir nicht irgendwas vergessen? Ich will mir unbedingt den Meteorschauer ansehen. Wann ist der? Vielleicht möchte Tyler ja mit. Wann ist der denn? Hey, willst du dir für brennende Felsbrocken am Himmel den Arsch abfrieren? Immer doch. Ja, hört sich nicht so verlockend an. Immer doch. Was wär's das? Warum habe ich das noch? Der Anblick erinnert mich jedes Mal daran, wie allein ich bin. Allison und Bobby. Bei diesem Namen könnte man eigentlich schon sagen, das wird nie was. Ne? So. Haben wir alles. Ob er sich darüber freut? Bestimmt. Oder ist das zu viel? Nein. Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen? Dann ist das wohl okay. Wow, wir können Morseschrift lesen. Ein Wunder. Wir haben es nach Penumbra endlich gelernt. Morseschrift zu lesen. Vielleicht sollte ich nochmal meine Mails checken, bevor ich gehe. Nein, das habe ich heute doch schon dreimal. Er wird nicht abgesagt haben. Aus Kies, haben wir. Können wir durchstreichen. Mit okay. Penumbra geht es übrigens weiter, sobald ich mich wieder einigermaßen menschlich fühle. Momentan seh ich zwar nicht menschlich aus, aber wir lassen das. So. Können wir die Handtasche mitnehmen? Nein? Gut. Gehen wir ohne Handtasche. Ali. Sie wird sich bestimmt unwohl fühlen. Lesen wir mal. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir für ein Hey Bruder Herz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer, du wirst mir dankbar sein. Ich bin in der Zeile verrutscht. Wenn du 90 bist, die Maschinen der Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, das du bei dem Kerzenschein lesen kannst, siehst du, ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Er war im Jugendknast, aha, wegen der Sache. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Ich werde dich bestimmt vermissen. Schützlinge? Hat er die anderen unter seinen Fittichen genommen oder was? Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und spare dir die abfällige Bemerkung, dass du meine Karre siehst. Wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies... Steht da Veggies? Ich weiß es nicht. Ich habe mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen. Nur damit das klar ist. Drück dich, Allison. Nicht drück mich. Hab mich lieb, was? Ich kann kaum glauben, dieses Zimmer zum letzten Mal zu sehen. Okay, ich bin soweit fertig hier. Und was sollen wir hier? Nur noch mein Kobold, dann geht's los. Den Kobold hat Allison. Hey, du Kleiner. Nee, bald wirst er du hat... deine Schwester wieder treffen. Ah, jeder hat so einen? Hat jeder so einen? Das ist ja süß. Haben die das als Gemeinschaftsprojekt gemacht? Drowning. The Drowning. Cool. Jetzt bin ich aufbruchbereit. Fire in the Hell. Hole, Entschuldigung. Celebrate. Mm-hmm. Celebrate Education Unit. Unite. Ich habe aus dem Spiel geklickt. I'm sorry. Ich wollte das lesen. Hey Aaron, du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, den sich ein gefährdeter,
aber reformierbarer Haha Jugendlicher wünschen könnte. Er hat reformierbar richtig geschrieben. Wie alt bist du? Danke, dass... Vor allem, woher kennst du solche Worte? Danke, dass du für mich da warst. Du hast mich mehr geholfen. Boah, jetzt lese ich auch noch falsch. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel Tyler. Ob wir noch Ärger mit Tyler kriegen werden? Gut, los geht's. Please give me water and sun. Teddy, er kann da auch nichts für. Sag nichts zu der Karre, sag nichts zu der Karre, sag nichts zu der Karre. Hi, Tyler. Hi. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen und du sagst Hi, Tyler. Oh, sorry, ich... Schon gut, Allison. Hi ist doch ein guter Anfang. Wenigstens hat sie deinen Namen nicht vergessen. Ist das schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Nein, das war's. 10 Jahre Los, raus in einer Tasche. Dann sollten wir gehen. Wir dürften noch die Morgenfähre kriegen. Wo geht's hin? Die steht dir gut. Danke. Die ist von einem meiner Schützlinge. Die ist echt klasse. Ja, ich finde, er ist echt wahnsinnig talentiert. Ich habe Cafés in der Gegend überzeugt, seine Kunst auszustellen. Tyler Ronan, Mentor der nächsten Generation. Ja, wir sind im Arsch. Aber sowas von... Also, wirst du irgendwas hier vermissen? Nix. Immer. Ganz ehrlich, die Leute... Die anderen Bewohner, meine Schützlinge, mein Tutor Aaron. Der Anfang war schwierig. Aber dann wurde es mein Zuhause. Ich habe ihnen vertraut. Ich konnte dort ich selbst sein. Das ist toll. Das freut mich echt für dich. Fahren wir nach Dallas Crossing oder schieben wir? Du kannst gern zu Fuß gehen. Nee, versuchen wir es. Willst du dich nochmal umsehen oder so? Los, weg hier. Fertig. Fahren wir. Wie gesagt, bloß weg hier. Ich weiß nicht, wohin mich das führt momentan hier. Dankeschön für das, den Erfolg, den ich gekriegt habe. Das wird im Drama hier enden, habe ich die Befürchtung. Doch, wirklich. Ich bin viel zu unkreativ, um mir sowas auszudenken. Ach, und letzte Woche musste die Fähre umkehren, weil ein Bär mit an Bord war. Nicht im Ernst. Wie ist der denn reingekommen? Jemand hörte aus einem Lieferwagen Lärm, also haben sie reingeschaut. Und drin lag dieser Bär, fett und zufrieden auf einem ganzen Berg leerer Chipstüten. Immer dem Essen nach. Immer doch. Oh, das kann ich verstehen. Was ist dann passiert? Ich weiß nicht genau. Er wollte wohl nicht raus, also wurde er betäubt. Oh, armer Kerl. Er lebt doch. Ein Schuss in den Hintern für ein Fressfleisch. Tja, du weißt ja, wie es heißt. Im Bärengebiet geht Sicherheit vor. Ja, aber Prävention wäre besser. Wenn man vorher richtig nachdenkt, dann muss es gar nicht erst so weit kommen. Dem Bären geht's gut, Tyler. Noch. Hast du schon gehört, dass sie überlegen, die Gesetze zur Trophäenjagd wieder zu lockern? Lass es sein. Höhere Jagdquoten, grausame Bodenfallen. Sogar ja, du siehst cool aus mit dieser Sonnenbrille. Muss nicht mal dafür in den Spiegel schauen. Erschießen schlafende Tiere. Ich bin kein Jagdgegner, aber Raubtiere sind extrem wichtig für das Gleichgewicht in unseren Parks. Was? Warum grinst du so? Ich meine es wirklich ernst. Oh, das glaube ich, Ranger Tyler.
Noch nicht. Könnte er ja machen. Aber zumindest den Schulteil habe ich hinter mir. Unglaublich, dass du schon einen Bachelor hast. Ich habe so ein halb abgeschlossenes Zertifikat in Buchhaltung von einem Online-College, das meine Kreditkartennummer geklaut hat. Du findest schon raus, was du willst. Du hast Zeit. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend? Jetzt würde ich auf einen Schneesturm zufahren. Und das Nebellicht ist kaputt. Was die Zukunft auch immer bringen wird. Und was ist mit dir? Allison? Wow. Ich war gerade total in Gedanken. Sorry. Was ist los? Tut mir leid, ich versuche nur die Tatsache zu begreifen, dass du hier bist. Dass du neben mir stehst. Auf dem Weg nach Delos. Das muss dir nicht leid tun. Es ist echt krass. Warum haben wir die Fähre genommen, statt zu fahren? Ich wollte nicht noch zwei Stunden länger mit dir im Auto feststecken. Haha. Wir müssen die Fähre nehmen. Sie ist der einzige Weg von Fireweed nach Delos. Verstehe. Ein Glück. Noch zwei Stunden mit dir am Steuer hätte mein Magen auch nicht mitgemacht. Tut mir leid. Willst du weiterfahren, wenn wir an Land sind? Nö. Irgendwann musst du dich wieder ans Steuer setzen, weißt du? Hör zu, ich habe einen Van von Fireweed in den Graben gefahren. Hey. Das ist nicht so schlimm, wenn es nur Graben ist. Ich schätze, es hat sich nicht viel geändert. Du meinst denn Delos? Noch immer ein trostloses Kaff. Ich will endlich hier raus. War es echt so schlimm? Ziemlich. Aber es hätte auch noch schlimmer sein können. Du meinst, wie in einer Einrichtung für gestörte Jugendliche zu landen? Aha. Wenigstens hattest du Michael. Ja. Ohne ihn hätte ich die Highschool wohl nicht überlebt. Sicher fehlt er dir, wenn du in Juno bist. Wie geht's ihm? Gut. Gut, gut. Aber ich sehe ihn außerhalb der Arbeit zurzeit kaum. Er ist mit Tanzen beschäftigt und plant mit seinem Clan ein Potlatch. Ey, was? Ist das Rauch da drüben beim Steinhaus? Die alte Hütte wurde wohl endlich verkauft. Ja, oder die Gespenster wärmen sich am Feuer. Ob die neuen Besitzer wissen, dass es dort spukt? Tina hat bestimmt alles getan, um es zu verheimlichen. Werden sie rausfinden. Bis der Kaufvertrag unterschrieben war. Ach, das Haus war mir immer unheimlich. Diese Fenster sind wie riesige, gaffende Augen. Meinst du, die Leute reden auch so über unser Haus? Wahrscheinlich. Ist doch immer so, dass über solche verlassenen Häuser so gesprochen wird. Sind wir bald da? Also, wir kehren wirklich zurück, was? Zum Steinhaus? Ich meine, wir gehen nach Hause. Ja. Ja, was anderes habt ihr nicht? Ob jemand das Haus kauft? Bisher keine Interessenten. Anscheinend sind Mordhäuser ohne Strom nicht besonders gefragt. Nein. Immerhin ist die Aussicht hier schön. Nicht wie in Juno. Hey. Juno bietet tolle Bergaussichten. Und es gibt Leute, Unterhaltung. Willst du noch bei mir einziehen? Ich denk drüber nach.